Am nächsten Tag und ein bisschen Schlaf ist der Tatendrang vom Sternekoch wieder voll da. Ich habe mega gute Laune. Ich freue mich, dass wir gestern Abend so weit gekommen sind. Mit Barbara und mit Markus. Dass wir da so eine kleine Zusammenführung geschafft haben, dass da jetzt eine bessere Stimmung herrscht. Die werden auch eine Nacht drüber geschlafen haben. Und das ist die beste Ausgangssituation, um hier weiterzumachen. Ja, ich hab Bock. Richtig Bock. Frank Rosin will, dass Markus sich und den Imbiss ganz neu aufstellt. Durch die Schulden und seine Krebserkrankung hat er den Überblick verloren. Den gilt es jetzt wiederzufinden. Buongiorno. Buongiorno, morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's? Du siehst ja aus wie das blühende Leben. Hast du gut gepennt oder so? Ja, ich habe sehr gut gepennt, nachdem ich mir Gedanken gemacht habe, was wir gestern alle so besprochen haben. Was hast du dir für Gedanken gemacht? Das eine und andere habe ich mir ja wirklich mal, hat mir erst mal wehgetan, wie du es mir gesagt hast. Ja, aber unterm Strich hast du ja recht. Also die wichtigste Umbaumaßnahme bist ja du, verstehst du? Ja. Du musst begreifen, dass verschiedene Dinge sich radikal ändern, weil du verstehen musst, warum lief es früher und warum lief es heute nicht. Das hat ganz viel mit dir zu tun. Wir werden uns darum kümmern. Wollen wir? Wollen wir. Hast Bock? Ja, klar. Komm, dann gehen wir rein. Es gibt viel zu tun. Vor allem muss aus der Rumpelkammer endlich ein richtiger Imbiss werden. Maßnahme Nummer 1, wir müssen umbauen. Die Toiletten müssen gemacht werden. Küche, Kühlhaus, Garten, alles. Und dafür wird mein Bauleiter Willi kommen. Ja, der wird das fachlich, handwerklich koordinieren, braucht aber Hilfe. Gut. Das heißt, deine Aufgabe ist es, 6 bis 8 oder 10 Helfer zu besorgen, die handwerklich begabt sind. Okay? Okay. Dann hier ist ja das Thema, was ist, wenn zum Beispiel kein Badewetter ist oder was ist, wenn Winter ist? Und da habe ich mir gedacht, dass wir hier einen Gastraum reinmachen. Hier, wo wir stehen, werden Tische stehen, wo Menschen sitzen können und hier essen können. Auch wenn es mal regnet. Oder wenn es mal kälter draußen ist. Gut. Dann brauchst du den Laden nicht schließen, sondern kannst du trotzdem offen halten. Und auch die Menschen, die hier leben oder auch die dich mögen und die hinkommen, vor allem die dein Essen mögen, sind dann deine Gäste. Und darum kommt hier ein Gastraum rein. Dann geht es ja darum, wenn du mehr Gäste haben möchtest, müssen wir hier den Standort sichern und weiter beleben. Und mehr Gäste bedeutet, dass die Menschen von hier auch schwimmen gehen können. Dafür brauchst du einen Steg. Ah ja, gut. So, und um diese Problematik zu besprechen, müssen wir den Ortsvorsteher der Stadt anrufen. Das machst auch du. Ja, also ich bin jetzt echt sprachlos. Warum bist du sprachlos? Was du da so für eine Idee, für Kreation und wie das also alles einrichten willst und mir dabei helfen willst, das finde ich echt toll. Alles gut. Alleinkämpfer Markus ist von so viel Unterstützung gerührt. Das hat mich auch so ein bisschen jetzt erst einmal von den Socken gehauen. Weil ich weiß, was das für ein Aufwand ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie, was, wo. Moin, Slave. Guten Morgen. Alles gut? Ja, alles klar. Gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Gut. Ich habe gefragt nach dem ersten Testessen, liebe Gäste, was würdet ihr hier gerne essen? Ich lese euch das mal vor. Mehrere Gäste haben gesagt, Frikadelle mit Kartoffelsalat. Allgemein Salate, Hamburger, Gulasch und Toast Hawaii. Toast Hawaii? Aha. Ich bin bald vom Stuhl geflogen und ich habe mich totgelacht. Hammer! Toast Hawaii! Ja. Ich muss mich erst mal beruhigen. Also ich finde, so abstrus wirklich der Einwand ist und der Vorschlag war, so genialer ist er auch. Ja? Toast Hawaii, ja. Sollen wir mal einen richtig schönen Toast Hawaii machen? Machen wir. Gut. Okay, fangen wir einfach an. Aber warte mal, warte mal. Jetzt guck mal, wie wir hier arbeiten müssen. Wir arbeiten auf einem Bierzelttisch. Und wenn ich als 1,94 großer Mann so arbeiten muss, habe ich in 5 Minuten so Rückenschmerzen, na, dann kann ich nicht wiederkommen und kann dir nicht mehr weiterhelfen. Hast du Steine? Ja. Ein bisschen höher machen hier, ja? Wie viel Stück?
weiß ich nicht, 4, 8 Stück, dass wir das höher machen. Okay. Und du kannst schon mal die Lebensmittel bitte holen, ja? Ich brauche keine Hilfe. Gut. Um gut kochen zu können, müssen die Voraussetzungen stimmen. Die richtige Arbeitshöhe zum Schneiden ist dabei fast genauso wichtig wie die Auswahl der Lebensmittel. Hawaii. So einfach. So, Brett. Toast Hawaii. Ein deutscher Klassiker und weit mehr als nur ein überbackener Toast. Mit den richtigen Zutaten wird aus dem unterschätzten Evergreen ein extrem schmackhaftes, kleines Gericht. Bombe! Das ist ja für den Bereich ein Arbeitsplatz. Wir braten die Ananas. Ananas, ne? Braten. Jetzt kann man die verschiedensten Schinkensorten nehmen, außer geräucherten, den nimmt man gar nicht. Weil er zu scharf wird dann, ne? Das ist einfach zu krass. Damit das Ganze jetzt nicht irgendwie so ein Tütei wird und irgendwie so ein hohler Zahn, kann man hier sehr schön so einen Saftschinken nehmen. Der hat ein bisschen Fett, kann man etwas dicker schneiden und hat auch mehr Power. Der Tipp, den Toast zuerst buttern und dann in den Toaster stecken. So bekommt man das perfekte, krosse Röstaroma. Anschließend mit gutem Schinken und gebratener, frischer Ananas belegen. 2 Scheiben Käse drauf, bitteschön, meine Herren. Ein oben, ein unten. Den ersten Schritt in Richtung neue Imbiss-Speisekarte hat Frank Rosin Markus und seinem Team gezeigt. Jetzt heißt es dranbleiben. Kulinarische Linie. Was kocht ihr in Zukunft? Die Gäste, du erinnerst dich, haben das aufgeschrieben. Mhm. Hier steht's drauf. Gebe ich dir. Danke. Und du wirst als Hausaufgabe mit Barbara eine neue Speisenkarte schreiben. Und zwar mit diesen Dingen und nicht nur diesen Dingen, sondern dieser Kultur. Weißt du, das, was das aussagt. Einfach, komplette, schöne, aufgeräumte Imbissküche. Mit einem leichten Touch der Hausmannskost. Okay. Ja? Mach ich. Gut. Und wenn ich nächstes Mal wiederkomme, zeigst du mir das. Mach ich. Es steht viel an. Barbara kümmert sich schon um die dringend benötigten Bauhelfer. Hallo, Barbara. Hi, Gerhard hier. Ach, guck an. Gerhard. Da ist er. Hallo, Frank. Grüß dich. Grüß dich. Ja, komm, wir reißen mal durch. Wow. Jetzt essen wir mal. Barbara, hast du schon jemanden erreicht? Ja. Ortsvorsteher hat noch Terminschwierigkeiten, aber wir haben ein paar Helfer am Start tatsächlich. Also es kann losgehen. Wow. Das ist der beste Toast dabei, den es in ganz Hessen gibt, das sage ich euch. Es ist einfach und schmeckt genial. Das richtige Stichwort für Frank Rosins Bauleiter Willi. Bauleiter Willi. Essen fertig. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja, hallo. Hey. Erst die Damen. Hallo. Grüß dich. Hallo Willi. Hi Willi. Grüß dich. Hi. Aber schön, dass du da bist. Aber es stimmt so. Lass uns mal einfach mal reingehen. Ja, klar. Was Bauleiter Willi hier sieht, hat er nicht erwartet. Komm zu mir. Was guckst du? Ja, meinst du, du bist umsonst hier? Puh, in der kleinsten Location, aber die meiste Arbeit. Ich glaube, eines der größten Aufträge, die du hast. Ja, aber wegen so einer Scheiße rufst du mich immer an, wa? Der beste Problembewältiger. Bauer, lass uns einfach mal reden. Genau. Dann gucken wir mal, wie wir mit dir Helfer klarkommen. Wen wir hier am Start haben, eventuell auch, was die Leute so ein bisschen können. Weil, viel Arbeit. Alles klar. Arbeit. Super, dann los geht's. Frank Rosin und sein Team haben sich für den Seeblick viel vorgenommen. Der Innenraum soll ein Gastraum und die Küche professionell werden. Schönheitsarbeiten außen inklusive eines Stegs sind wichtig, um mehr Gäste anzulocken. Außerdem braucht es eine neue Speisekarte und ein intensives Kochcoaching für die Seeblick-Crew. Frank Rosin übergibt ab jetzt an Bauleiter Willi. Ich bin nämlich jetzt unterwegs in meinem Restaurant. Ja, ich muss ja nämlich auch ein bisschen kochen zwischendurch. Das ist jetzt eine Sache, die übernimmt einfach jetzt der Willi. Mhm. Ja, Bauleitung, das macht er. Und wir können ja auch jetzt nichts mehr machen. Jetzt müssen wir erstmal
den Bau fertig machen. Hau rein, sei agil, morgens der Erste, abends der Letzte, dann wird was raus. Alles klar. Okay? Danke. Willi, ich muss dich noch kurz sprechen. Ja? Alles klar. Ich habe dir, Markus, jetzt noch mal richtig Dampf gemacht. Mhm. Habe ihm noch mal gesagt, worauf es jetzt ankommt. Mhm. Ja? Und was auch wirklich nötig ist, was ich von ihm erwarte. Aber achte bitte auf ihn. Ja? Mhm. Er ist krank. Er kann nicht so viel machen. Mhm. Ja? Pass ein bisschen auf. Ne? Sieh zu, dass er für die Infrastruktur da ist. Ne? Dass du immer hier alles hast, was du brauchst. Ne? Dass du hier, dass du das richtig, richtig schön fertig machst. Hast du das verstanden? Kriegen wir halt hin. Ich freue mich, dass du da bist. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ja? Alles klar. Hast du mal eine schöne Aufgabe, ne? Eine harte Aufgabe, ja. Aber du machst das schon. Ja. Alles klar, bis die Tage. Willi ist jetzt da, wird sich um alles kümmern. Ich fahre jetzt in mein Restaurant, kümmere mich um meine Gäste und werde mir vor allen Dingen mal Gedanken machen, was man hier noch alles realisieren kann, damit es so richtig nach vorne geht.